Moin und willkommen zurück zu Foundry. Und wir stehen hier an der letzten Quelle, an der letzten Erzader, die wir noch mit der Fracking-Flüssigkeit versorgen müssen. Und ich habe jetzt mal die Pipeline hergezogen und wir hatten hier schon den Turm drauf stehen. Das passt. Wir waren auch schon mal hier, haben das hier mehr oder weniger optimiert. Ein bisschen was müssen wir noch machen und zwar, also als allererstes mal die Pipeline noch verlegen, klar. Und wir hatten hier ein Förderband, was nicht angeschlossen ist. Da war es ja so, glaube ich zumindest, dass wir noch zwei Erzschürfer anschließen wollten. Die sind ziemlich weit unten. Das werden wir noch machen. Da gehen wir mit einem Aufzug hoch, dann wahrscheinlich auch mit einem Personenaufzug, dass wir da unten Strom haben, weil das schon sehr, sehr weit unten ist. Aber das werden wir sehen. Gut, ich würde sagen, wir schließen jetzt erstmal die Flüssigkeit an. Ich habe jetzt noch 133 Pipelines dabei. Das muss reichen. In der Hauptbase läuft, was Xenophryt angeht, fast gar nichts mehr. Wir sehen es, wir können es gleich mal gucken, die ganzen Flugzeuge da hinten, die sind quasi ja leer und stehen da, weil hier nicht mehr viel gearbeitet wird. Ein bisschen noch, aber nicht mehr wirklich viel. Also wir haben hier den Eingang. Na, ich glaube, das passt so, oder? Müsste eigentlich, wir gucken mal. Ah, schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Ausnahmsweise mal. Bam, dann hätten wir jetzt hier auch die Flüssigkeit da. Loben hat der schon. Der müsste jetzt dann eigentlich anlaufen. Achso, Moment mal. Ich muss den ja starten. Kann das sein? Habe ich das überall anders gemacht? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Sehr gut. Also dann läuft das wieder. Da müsste jetzt dann da bald wieder überall Erz kommen. Das einzige Flugzeug, was so wirklich immer fliegt, ist das hier. Und dann haben wir da hinten noch irgendwo eins. Nee, auch nicht mehr. Es kommt nämlich nirgendwo mehr Erz. Es ist alles leer gelaufen. Heftig. Gut, also. Wie schon gesagt, wir haben hier das Förderband. Und da wollen wir jetzt noch zwei Erzschürfe anschließen. Und dann sind wir eigentlich fertig. Dann müssen wir nichts mehr an Erzquellen machen oder Erzadern. Vorausgesetzt, uns reicht das, was wir gemacht haben. Und wenn nicht, dann ist es jetzt auch nicht mehr so ein großes Hexenwerk. Da müssen wir jetzt einfach nur optimieren. Und wie schon gesagt, die Forschung tut ja auch noch was dabei zu. Gut. Also. Problem ist, dass das Ding hier so einen dicken Bauch da hinten hat. Und ganz da hinten ist die Erzquelle. Oder die Erzader. Müssen wir jetzt mal schauen, wie wir da am blödsten hinkommen. Oder ich finde durch Zufall noch davor was. Nee, nee, das ist schon ganz da hinten. Jetzt ist die Frage, ist es sogar noch weiter unter mir? Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen mit dem Strom auch. Oder ich fall, hier wäre das, oder? Hier. Komme ich da durch? Ne, dann holen wir den Strom von hier, dann geht das. Okay, dann passt das. Also. Eins, zwei, dann haben wir auch auf jeden Fall erst einmal ausreichend Xenophryt. Und ich bin auch froh, wenn ich dann das Thema hinter mir habe, mit den ganzen Erzschürfern und so weiter. Und der ganzen Flüssigkeit. Wird bestimmt nochmal kommen. Irgendwann wird es mit Sicherheit auch wieder ausgehen. Dann müssen wir nochmal eine zweite Erzader anschließen. Aber das wird mit Sicherheit noch dauern. So, also ziehen wir das jetzt einfach mal hinter. Müsste eigentlich alles dabei haben. Das geht hier wieder nicht. Aber so, okay, gut, passt. Wegen mir. Förderband müssen wir ja keins herlegen. Ich habe keinen Strommasten mehr. Es geht mir ein Strommasten aus.
gut, und dann du noch. Ab geht die Fahrt. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie wir das mit dem Aufzug machen. Und vor allem, wo wir rauskommen. Ich hoffe nicht, dass wir allzu weit oben vom Berg rauskommen, dass wir mit einer Spirale oder irgendwas nach unten müssen. So, wo habe ich ihn? Hier. Unterteil. Na, komm. Eigentlich können wir hier unten alles fertig machen, dass ich nicht nochmal runter muss. Ja. Also ein Förderband hier. Na, komm schon. Dann gehen wir hier einfach rein. Das müsste dann passen. Und dann schauen wir mal oben uns das ganze Drama an. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwo, keine Ahnung, im Arsch der Welt rauskommen. So, Intake, das passt. Also noch funktioniert es logischerweise nicht, aber in Zukunft. Gut, dann gehen wir mal fix wieder hoch. Ich glaube, andersrum wäre es kürzer gewesen. Egal. Der hier läuft. Das schaut gut aus. Jetzt bin ich gespannt. Wo ist da hinten? Oh, da oben. Also da könnte man jetzt sagen, okay, wir sprengen jetzt hier mal noch ein bisschen was weg, dass wir nicht ganz so hoch sind. Machen wir mal ganz kurz. Ja, das geht relativ zügig. Ich überlege gerade. Aber nee, da oben macht es auch keinen Sinn. Wir gehen jetzt dann gleich hier einfach runter. Es macht jetzt wenig Sinn zu sagen, okay, wir gehen mit dem Aufzug hier hoch und dann wieder runter zu gehen. Oder, aber das wird jetzt zu lange dauern, habe ich jetzt auch nicht so viel Lust drauf. Wir sprengen uns da durch, aber wir versuchen es mal. Wir schauen mal, bis die Sprengsachen weg sind. Dass ich hier auf der Höhe bin, das wäre nämlich sehr gut. Weil da komme ich nämlich auch schön von da hinten oder von der Seite an das Förderband ran. Ja doch, das geht schneller als ich dachte. Passt schon. Da ist es ja auch schon. Perfekt. Ja, das ist besser so. Wunderbar. So, Moment. Wir müssen jetzt hier wieder ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht zubauen. Deckel und dann müsste das, Entschuldigung, so passen. Mein Gott, heute schon wieder. Ausgang. Dann warten wir mal ganz kurz, bis es fertig gebaut ist. Damit ich unten unter den Boden setzen kann. Ich will den Boden unten runter haben. Ich glaube, man bräuchte ihn nicht. Oder zumindest außenrum, damit es nicht so ausschaut. Obwohl, eigentlich ist es egal. Das machen wir hier so. Ich habe ja noch Foundations dabei, ja. Wenigstens ein, was konstant produziert wird bei mir. Dann ziehen wir das durch, das. Wie lange braucht der Aufzug da hinten jetzt? Ist schon ein Höhenunterschied gewesen, so ist es nicht. Aber er baut sich ja von oben nach unten, oder? Der müsste eigentlich gleich fertig sein. Ich habe Angst, dass ich da mal durchgehe und dann hänge ich da irgendwie im Gitter drin. Egal, wir schließen das jetzt erstmal an. Förderbänder habe ich dabei, ja. Ach, echt jetzt? Dann ziehe ich hier lieber nochmal eine Reihe hin. So, aber theoretisch müssten jetzt die ganzen Förderbänder wieder voll sein. Ja, so ist es auch. Perfekt, wunderbar.
Genau, also das Flugzeug wird halt extrem schnell beladen, deswegen staut sich das hier auch immer auf. Das ist eigentlich permanent unterwegs. Was ich halt cool fände, wäre, wenn das schon mal hier vor. Wird es auch? Nee, Quatsch. Das ist bloß die Fracht, die das Flugzeug hat. Was cool wäre, wenn hier die Station schon beladen wird, während das Flugzeug fliegt und dann quasi als Container dann eingeladen wird. Ähnlich wie es eigentlich bei den Zügen zum Beispiel in Satisfactory ist. Das so wäre es halt geil, weil dann hätte ich nicht so eine lange Wartezeit. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Sorry, müssen wir ganz kurz gucken, von wo das Förderband kommt. Von hier. Wunderbar. Ich überlege gerade, weil das hier ist schon ein bisschen arg. Hier kommen auch mehr als zwei Erdschiffe an. Ist aber hier oben nicht schlimm, weil es die erste Etage ist. Ob wir hier vielleicht sagen, okay, wir nehmen ein Förderband weg. Aber das, die sind auch alle voll. Das passt dann schon. Vielleicht habe ich doch zu wenig. Aber ich habe jetzt insgesamt fünf Flugzeuge. Und die alle unterwegs sind jetzt auf einmal. Was ist jetzt mit dem Erz da hinten? Hat es keine Lust oder wie schaut das aus? Muss ich jetzt doch nochmal runtergehen? Habe ich jetzt eigentlich. Der baut immer noch. Ah. Ja, man muss bloß schimpfen. Gut, das dauert wahrscheinlich jetzt ein bisschen, bis das kommt. Nee, das schaut nicht gut aus. Ja, schaut auch nicht besser aus, aber wenigstens gleichmäßig schlecht. Aber das ist so hoch. Aber theoretisch muss es passen. Genau, gut. Also, dann sind wir jetzt quasi mit allen Erdschiffern fertig. Wir gucken jetzt mal ganz oben nochmal. Ich glaube, wir müssen noch ein, zwei Solaranlagen hinsetzen. Das wäre gar nicht so verkehrt. Weil wir haben hier halt schon fünf Flugzeuge, aber es geht. Nee, überlastet. Okay. Dann machen wir da nochmal ein paar. Ich habe auch noch welche einstecken. Ja, das ist halt, wenn mehrere Flugzeuge gleichzeitig da sind und quasi laden. Ob das jetzt oft passiert, weiß ich nicht, aber trotzdem schauen wir mal. Wir haben ja die Möglichkeit da. Und wir brauchen hier auch noch eine Batterie, falls nicht schon vorhanden. Ich glaube aber hier haben wir das noch nicht gemacht. Nein. Genau. Kann sein, dass es jetzt immer noch ein bisschen überlastet ist teilweise. Aber den Rest macht jetzt die Batterie. Wenn sie vollgeladen ist, logisch. Also eine reicht. Eine reicht. Lädt die schon? Ja. Genau, und sollten wir dann zu wenig Strom haben, wird es von hier rausgenommen. Es ist ja nicht immer lange. Da kommt jetzt zum Beispiel gerade ein Flugzeug. Wir beobachten das mal ganz kurz, ob trotzdem noch geladen wird. Ja. Sehr gut. Was wir jetzt mal machen. Wollte ich eigentlich schon vor einigen Folgen mal, dass wir mit dem Flugzeug mitfliegen. Okay, welches ist schneller beladen? Danke. Gut, es geht ja trotzdem relativ. Also das Flugzeug hier wird eh sehr schnell beladen, weil es vier oder sogar sechs Anschlüsse hat. So, wir schauen mal. Aber es geht, hieß es. Sehe ich von hier innen irgendwie einen Lagerstand? Nee, oder? Hier drin kann man gar nichts machen, außer mitfliegen, aber ist ja cool. Ja, ich will nicht zu weit rausgehen, nicht, dass ich jetzt gleich wegfliege. Ja, nicht schlecht, cool. Aber der ist nicht. Mir kommt das so vor, guck mal, wie langsam der ist. Der ist nicht wirklich schnell. Deswegen habe ich auch so ein Problem mit dem Erz gehabt, wahrscheinlich. Auch unter anderem.
weil der halt giga langsam ist. Und wenn es 3 Kilometer sind, dann fliegt der hin, muss entladen, was eine gewisse Zeit braucht, gut, eine Minute, wenn überhaupt, um dann den ganzen Bums wieder zurückfliegen. Plus die Start- und Landeanimation. Oh, da haben sie ja schon ein bisschen rumgeschraubt, dass es alles schneller geht. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass man die vielleicht eventuell in Zukunft noch ein bisschen schneller macht. Muss eigentlich. Jetzt, wenn man sich mal vorstellt, es kommen die Cargo-Flugzeuge, also die Tankflugzeuge, und man macht das mit dem Öl, und das ist ultra weit weg, das Öl, dann funktioniert das so nicht. Oder man hat halt sehr viele Flugzeuge. Ein bisschen schneller könnten sie noch sein. Aber das muss ja nicht alles immer mit Patch und Hotfix gemacht werden, sondern einfach vielleicht auch im Forschungsbau mal ein bisschen. Da kann man doch einfach die Sachen reinklatschen, ist doch okay. Und dann kann man entscheiden, okay, ich nutze die Flugzeuge, dann forsche ich es nicht, oder. So, Landeplatz, 800 Meter, ja, es geht. Also besser als laufen ist es auf jeden Fall. Oh, jetzt stürzt sich ab. Also, das ist genauso schnell, wie ich fliege. Aber wirklich genauso schnell. Ist ja dumm. Was wir vielleicht. Nicht so weit. Muss ich wieder ein Stück zurück, leider. Wir müssten mal gucken, wie am Öl. Boah, das ist da hinten irgendwo. Und wenn das passt, halbwegs passt, wenn also noch so, keine Ahnung, 2 Millionen Liter drin sind, hoffe ich zumindest. Dann machen wir jetzt weiter mit der Forschung. Wir machen sowieso weiter mit der Forschung. Außer es ist leer, komplett leer. Ja, das haben wir auch schon wieder eine ganze Zeit da stehen. Und wir verbrauchen viel Öl. Und wir haben die ganzen Pipelines gelegt für das Fracking. Und da ist natürlich jetzt sehr viel in den Pipelines verschwunden, was nicht verloren ist, aber der Tank ist leer geworden. Das heißt, da wird auch wieder sehr viel nachproduziert. 3,2 Millionen. Gut, da haben wir noch ein bisschen Puffer, aber ich denke mal, dass wir auch hier bei der Ölquelle lassen wir das jetzt so. Aber bei der nächsten werden wir mal gucken, dass wir da vielleicht nicht nur 5 hinstellen, sondern vielleicht, keine Ahnung, 7 oder so. Das sehen wir jetzt gleich. Wir schauen uns mal unseren Tank an. Aber der war letztes Mal voll. Also, was soll passieren? Also, wir schauen uns mal den Öltank an und den Tank für die Fracking-Flüssigkeit. Weil der könnte mittlerweile, ich denke nicht, dass der leer ist, aber schon gut geleert, weil halt sehr viel in den Pipelines weg ist. Gut, hier ist der Ölspeicher. Und was ich machen muss, ich muss hier das Raumschiff oben noch weiter upgraden. Ja, 590.000. Ganz voll auf 600.000 geht er, glaube ich, sowieso nie, wenn man da noch Ausgang dran hat oder Ausgänge dran hat. Aber der ist voll. Das wird bei dem da hinten nicht so ausschauen. Eine visuelle Anzeige von außen, wie zum Beispiel in den Fenstern, wäre halt ziemlich cool. So muss man immer hingehen. Die Hälfte. 300.000. Und wird das weniger oder mehr? Das wird mehr. Aber ganz langsam. Ganz langsam wird das mehr. Okay, passt. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. So, was haben wir jetzt hier eigentlich? Hier ist alles voll. Hier Malit und so weiter. Es heißt theoretisch, wie schaut es mit den Robotern aus? Die stehen auch. Ja. Ah, komisch, komisch, komisch. Full. Und jetzt, weil auch die Firmalit-Lager voll sind, werden die natürlich auch nicht abgeholt. Das ist quasi, das staut sich jetzt gegenseitig ein bisschen auf. Wie schaut es bei dem Lager da hinten aus? Da fliegt auf jeden Fall gerade was. Auch voll. Und die Flüssigkeit? Auch voll. Also es ist alles voll. Ja gut, dann ist das so. Ist ja. Also ich habe es lieber so als andersrum. Ja, es haben wir einfach. Aber warum haben wir so wenig? Ja, weil keine Roboter mehr produziert werden.
Das ist natürlich jetzt ein dummer Kreislauf. Die Firmalitstangen werden ja auch hauptsächlich oder Platten verbraucht bei der Roboterproduktion hier. Unter anderem, also da werden viele verbraucht. Aber da die nicht mehr weiter produziert werden, weil das Lager oben voll ist im Raumschiff, staut sich das jetzt hier auf. Aber die Drohnen hier, die hier, die werden ja immer produziert. Das heißt, dann wird das Lager noch voller oben oder es platzt aus allen Nähten. Und da wir keinen Firmalitverbrauch mehr haben, hier unten, bis auf ein ganz wenig von der Forschung, stauen sich auch die Lager hier unten auf. Das heißt, theoretisch, also ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich finde das System mit diesem Firmalit nicht wirklich durchdacht, weil ich brauche es tatsächlich nur sinnvoll für die Forschung. Und zwar auch nur... sogar nur, dass die Firmalitstangen, also die, wo direkt von oben kommen, für die MK4-Forschung ist das, glaube ich. Ganz genau, so. Und sonst brauche ich sie nicht. Was man machen kann, sind, wenn man ein bisschen was über hat von den Stangen, dann kann man die umpressen oder erstmal einschmelzen und umpressen in die Platten. Und die braucht man dann dazu für die MK3-Fertiger. Ist aber nicht kein Muss. Man kann auch mit MK2 arbeiten, dann braucht man einfach mehr. Naja, vielleicht kommt da in Zukunft noch was, weil theoretisch ist es jetzt quasi, wir könnten jetzt sagen, okay, dass wir mehr Firmalit verballern, ziehen wir eine zweite oder noch eine größere Produktionslinie auf, aber dann bekomme ich auch wieder, das ist quasi eine Teufelsspirale, die irgendwie für mich keinen Sinn macht. Weil theoretisch brauche ich die nicht. Die ganzen Roboter. Ist zwar geil zu machen, war auch cool, werden wir auch nochmal machen. Aber so ganz, also, da fehlt für mich irgendwas. Ein richtiger Verbrauch für das Firmalit. Außer die Roboter, weil die bringen ja das Firmalit. Also. Und die MK4-Forschung, ja, aber. Das ist so wenig, das ist lächerlich wenig. Da würde eine Drohne reichen pro Minute wahrscheinlich. Für die Forschung. Forschungsgröße, die ich habe. Klar kann man mit der Forschung natürlich auch brutalst übertreiben, aber selbst wenn man nur die Forschung komplett übertreibt, ich sag jetzt einfach mal, wie viel braucht denn der? 8. Sagen wir mal, wir machen 100, was komplett irrsinnig wäre. Ein MK4-Forscher. Das sind 800 Platten. Stangen. Und selbst das bekommt man schnell hin. Also ich hab sogar schon mehr als 800 Stangen pro Minute. Also irgendwie, naja, da wird bestimmt noch was kommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, wie schaut es jetzt hier aus? Lagecheck, oh ja, das schaut gut aus. Was ein bisschen bitter ist, dass hier kein Flugzeug wartet. Das Lager ist auch gleich wieder leer. Also wahrscheinlich habe ich da... Wir lassen es mal noch ein bisschen anlaufen. Ein Flugzeug oder zwei Flugzeuge zu wenig. Dann müssen wir mal gucken, eventuell, dass wir da nochmal hingehen. Und... Weil da kommt auch so schnell keins, richtig? Da drüben beim Ignium stehen sie Schlange. Technum kommt auch. Da habe ich gar keine Bedenken da hinten. Ja, wir gucken mal. Es läuft wahrscheinlich jetzt alles halt ein bisschen an, aber... Ja, da brauchen wir wahrscheinlich noch. Vielleicht brauchen wir auch irgendwann mal eine zweite Landeplattform. Weil hier sehe ich es zum Beispiel. Oder wir müssen das anders machen. Das können wir vielleicht mal machen, optimieren gleich. Dann machen wir mit der Forschung gleich weiter. Wir fangen uns mal von hier an. Ah, wir können es gar nicht mehr großartig optimieren. Ah, wir warten mal. Also geht schon noch, aber er ist aufwendig. Problem ist, der entlädt genau so langsam, also wenn das Lager leer ist, logischerweise, wie die vier Förderbänder rausballern. Das heißt, 600 grob mal 4, 2400, 2500 ungefähr. 2600 pro Minute. Und ich könnte natürlich noch viel mehr Ausgänge machen, aber hier ist zum Beispiel schon wieder eng. Aber da ist jetzt das nächste Flugzeug. Es schaut besser aus. Müssen wir beobachten, wie dem auch sei. Also, ist schon wieder sehr viel... Theorie hier. Wir machen weiter mit der Forschung. So, Moment, genau das ist das Problem.
Weil was ich immer sage, ich möchte eigentlich immer ein Projekt fertig haben. Genau, wir waren stehen geblieben bei den Energiefragmenten, glaube ich. Die hier laufen. Hier haben wir das ganze Polymer gemacht, genau. Die Energiefragmente haben wir noch gar nicht angefangen. Cool. Naja, dann fangen wir halt an. Die werden auch in diesen Flüssigkeitsdingern gemacht. Ich glaube, 3 Stück sollten reichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, wir lassen das jetzt mal ab hier ungefähr. Nach hier hinten auf der linken Seite frei. Weil dann können wir da noch ein paar Ölproduktionen hinsetzen. Und hier machen wir jetzt einfach die Produktion für die Flüssigkeitsfertig. Ach, die werden noch gebaut. Energiezellen hin. Ich sollte erstmal gucken, wie viel wir brauchen. Das wäre vielleicht erstmal nicht verkehrt. Vielleicht reichen auch 2. Ah, ich bin zu weit. Nee, Quatsch. Hier. Ah, das muss unbedingt so schnell wie möglich geändert werden. Aber da haben sie ja schon. Wie viel? 24. Das war jetzt leider zweite Reihe, richtig? Und das war auch der Input, genau, für die Energiezellen. Also da haben sie ja schon was gezeigt. Es wird wahrscheinlich, ich hoffe, die Tage kommen, dass dann die ganze Tafel so ein bisschen ranrutscht. Es ist wie eine Art eigenes Fenster dann. Und dann sehe ich das besser, weil so ist es ja ein Krampf. Also, aber auch das geht. 24 mal 3, 72. Was, wenn da jetzt plus 8 oder so rauskommen? 12. Oh Gott, ich brauche. Das ist falsch. Da müssen wir das anders machen. Da müssen wir, weil nach links kann ich nicht, da müssen wir die längs hinstellen. Ja. Brauche ich auf jeden Fall nochmal 3 Stück. 1, 2, 3. So, während die gebaut werden, hole ich noch Fixed Foundations. Wir schauen mal ganz kurz, wie es mit dem Stahl ausschaut. Das war komplett leer. Ich habe schon die letzten Pipelines mit Stahl gemacht. Also nicht mehr aus dem Lager rausgezogen, weil es leer war. Aber guckt, wie schnell das geht. Vor der Folge war das Lager leer. Ja, das läuft schon wieder alles jetzt viel besser. Hier sind die, ja. Das ist so Never Ending Story, diese Dinger hier. Aber ich glaube, das pendelt sich ein. Guckt mal, wie viel hier in die Forschung reingeht, wenn das hier wegkommt. Oder lassen wir die nebenbei stehen? Muss ich mir noch überlegen. Also, theoretisch könnte man sie schon stehen lassen. Da müssen wir noch mal ein bisschen was optimieren. Was mache ich denn? Zack, bam. Hast du eigentlich jetzt mittlerweile, oder hast du eigentlich noch eine Aufgabe für mich gehabt? Nee, oder? Nee, keine Aufgabe mehr. Kein Karl mehr, naja. Also dann setzen wir das jetzt hier längs hin. Gut, das reicht. Eins, zwei, drei. Und 6, 60, 72, ja. Ich brauche aber 74. Ne, 72 brauche ich. Was brauchen wir denn eigentlich alles? Okay. Produzieren wir die Platten produzieren wir hier, richtig? Ja. Dann, oh shit.
Wir brauchen nochmal das ganze Zeug wegen den Stangen. Also, das heißt, die Stangen müssten dann von drüben geholt werden. Wir haben keine mehr da. Das Problem ist, wir haben ein komplettes Förderband mit 640 schon verballert. Hier. Ja, also das steht jetzt natürlich, weil hier die ganzen Anlagen noch nicht laufen, aber haben wir. Ich muss noch mein Band holen. Cool. Dann haben wir, was ist das hier? Dolomitsäure und Glas. Oh, Glas. Sehr weit weg. Auch. Oder wir machen eine neue Produktion. Also wir fangen jetzt trotzdem erst einmal an mit den Platten. Und zwar, ach, das sind ja 36 Platten, ist ja lächerlich. Es ist eine Anlage. Ja, aber die Reihe hier ist voll. Eigentlich müsste ich das von da drüben nehmen. Aber eigentlich ist es auch egal. Ich nehme es von da. Jetzt werde ich sprengen müssen. Ich wette, ich mache ein bisschen Foundations kaputt, aber das ist mir jetzt egal. Probier es natürlich nicht zu machen. Ja, geht sogar. Das könnte knapp werden. So, das passt auf jeden Fall erstmal. Ja, da muss ich mich auch mal noch durchsprengen. Oder wir gehen einfach, können wir auch machen, dann mal eine Etage nach oben. Echt jetzt da hinten ist einer drin. Dass wir hier eine Wand nach oben ziehen. So dann irgendwie und einfach hochgehen, damit ich mich hier nicht komplett durchsprengen muss, weil es zieht sich wahrscheinlich. Es sind jetzt 16 Stück und das müssen wir mal 4 machen in die Länge. Es wird da hinten sowieso spannend, weil da hinten kommt ein Berg. Das könnte knapp werden. Ich könnte es auch in die Breite ziehen, aber das sehen wir. Also, wir brauchen bloß eine einzige Anlage. Wir machen aber trotzdem. Wir machen jetzt nicht alle 16, aber wir lassen jetzt hier mal Abstand und zwar 4 Foundations. Damit ich einfach sehe, okay, hier fängt theoretisch das zweite Förderband an. Oder kann das zweite Förderband anfangen. Ausgang. Die Flüssigkeit. Halt, Moment, wir brauchen keinen Lader zweiter Reihe. Die Flüssigkeiten haben wir ja schon komplett da. Nee, der zeigt nach unten, oder? Ja. Gut, dann ist es schon fertig. Rezept noch fix einstellen. Wir hätten es auch mit dem Lader zweite Reihe machen können. Ja, okay, aber. So. Output. Kommen von da hinten die anderen, wenn wir sie brauchen. Mit Sicherheit. Und dann geht es jetzt nämlich hier vorbei. Und deswegen habe ich beim letzten Mal gesagt, ich will hier unbedingt, dass das hier frei bleibt, der Gang, damit ich da durchkomme. Aber hier ist dann eh schon Schicht im Schacht. Es bedeutet allerdings auch, ich muss jetzt hier gucken, dass ich erstmal nach oben gehe und dann rüber, dass wir hier einen Tunnel schaffen. Die zukünftigen Bänder. Immer wenn ich Bänder sag, muss ich an Futurama denken. Da gibt es ja auch den Bänder, oder? Den Roboter. Keine Ahnung. Gut, wir produzieren jetzt ein bisschen mehr Platten, als wir brauchen, aber es sind, glaube ich, bloß 8 Stück. Also 40 Stück kommt da bei jeder Anlage raus, ist das so? Ja, und wir brauchen 36. Ja, egal. Also, dann fließen die jetzt ein.
Ist noch gar keine drin, oder? Null. Ach, hier, okay. Passt. Ja, und dann geht's weiter. Och nein. Mit den Stangen. Die müssen wir herholen. Ich guck mal ganz kurz durch. Also wir werden da wahrscheinlich nochmal ein komplettes Förderband brauchen, weil wir sind jetzt aktuell bei MK4. Stahlrohr, wenn ich das schon wieder sehe. Beton, okay, aber die haben wir schon, die fortgeschrittenen Maschinenteile. MK1 Förderbänder, was brauche ich denn dazu? Dazu Maschinenteile werden gemacht aus den Platten, oder? Ja, das sind die Platten, die sind hier. Und die Foundations. Damit ich mir gleich mal grob zusammenrechne, wie viel Eisenstangen wir noch brauchen. Also Technumstangen. Ja, da brauchen wir nämlich auch die Stangen. Nicht viel, aber egal. Ja, und hier auch. Also wir legen nochmal ein komplettes Förderband her. Was bedeutet... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir brauchen 16 Gießereien. Wie viel kann ich bauen? Wie viel habe ich denn überhaupt? 2. Und ich kann 2 bauen. Stahlträger und fortgeschrittene Maschinenteile, die habe ich nicht mehr. Die muss ich mir... Also die werden einfach zu langsam produziert. Halt, nee, wir müssen immer... Die werden nur groß eingelagert in dem Gebäude, wo sie produziert werden. Genau, deswegen ziehen wir jetzt die hier mal raus. Und Stahlträger, die müsste ich noch haben. Ja, also wenn wir die Forschung hinten lassen, weiß ich noch nicht, dann müssen wir hier auf jeden Fall nochmal eine Produktion machen, eine kleine, für die fortgeschrittenen Maschinenteile, weil die gehen permanent aus. Ja, die kommen einfach zu langsam. Das fühlt man sich schon wieder. Shit. Oder wir machen es weg, dann haben wir einen sauberen Cut. Ja, wir werden es wahrscheinlich wegmachen, die Forschung. Dann habe ich sie eh verdreifacht, wenn man so will. Vielleicht muss man das jetzt immer hier rausziehen, aber okay, das wird ja schnell gemacht. Naja, 25. Wie viel haben wir denn seit... 5, müssen wir irgendwie sortieren, danke. 15, 14, 15, 16, passt. 16 Stück, oh, ich hoffe jetzt bloß, ich habe Platz. Also wir haben nämlich hier die 2 Reihen und hatten, Moment mal, ich muss das hier anders machen mit der Pipeline. Das hier muss ich anders machen. Aber trotzdem, wir machen das jetzt mal 1. 2, waren noch immer 2, oder? Ja. Ne, einer bloß. Ein Abstand. Wenn ich Glück habe, dann passt das. Dann ist die Pipeline genau zwischen den... Aber damit es auch schwer war, ich muss es hier anschließen. Habe ich immer bloß einen Abstand gelassen? Tatsächlich. Das wird nix. Das bedeutet, wir müssen hier bis einschließlich da hinten, weil da kommt auch noch eine Reihe hin. Das wegmachen. Das ist schon, also Pipeline abreißen ist schon eine richtig geile Aufgabe. So, nach oben. Das müsste reichen eigentlich, ja. Dann können wir das
auch noch gleich hier machen. Muss ich noch eins vorgehen? Nee. Also dann haben wir das schon mal gemacht. Was, ach, einfacher wäre es gegangen unten drunter. Egal. Also, dann haben wir jetzt wie viel hier? Wir machen ein Förderband voll, also 16 Stück. 4, 5, 6, 7, 8, die Hälfte gerade mal. Halt, umstellen. Zehn, elf, zwölf, mit eng, 13, 14, 15, komm schon. Ich spreng das jetzt mal hier erst weg. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Foundations hinsetze, dann spreng ich mir die irgendwann weg. Weil eine Reihe... Nee, Quatsch. Zwei Reihen müssen noch nach hinten. So, das passt jetzt erstmal. Muss passen. Genau. Sehr gut. Dann haben wir, das ist sehr gut. Dann haben wir das angeschlossen. Das wird natürlich jetzt wieder sehr lustig, wenn wir sagen, okay, wir müssen das alles noch fertig machen und das Förderband hinterlegen. Das Problem ist, wenn wir jetzt da außen entlang gehen, hier, muss ich das wegmachen. Oder ich gehe da oben drüber, geht da lang, geht da durch. Geh dahinter. Geh da unten irgendwie durch. Das wird natürlich geil, weil da unten schon sehr viel ist. Geh hier einmal raus, geh da in die Produktion rein und geh hier einmal raus, weil da drüben brauchen wir ja auch noch einen Haufen. Also das ist der Plan. Da werde ich eventuell ein bisschen was vorbereiten, aber auch nicht allzu viel. Und dann geht es hier weiter. Das heißt, guck mal, Abbaueffizienz, das geht jetzt auch schon ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Oder ich könnte mich auch täuschen, weil jetzt auch einfach alles ein bisschen besser läuft. Hier ist alles voll. Aber ja, jetzt ist wieder leer. Das ist natürlich auch eine Sache, die ganzen Lager, die internen Lager von den Anlagen, die müssen natürlich jetzt auch erstmal alle volllaufen. Es kann natürlich sein, dass es Ewigkeiten dauert. Aber da kommt schon das nächste Flugzeug. Die müssten hier in Schlange stehen. Eigentlich müsste da permanent einstehen. Das wird so schnell ausgegeben. Ja, dem Darm, also beim Xenofried werden wir nochmal Hand ansetzen müssen. Mit Sicherheit. Nochmal ein, zwei Startplattformen. Und dann müssen wir hier, also das können wir jetzt hier auf jeden Fall mal machen noch. Wir haben hier aber kein Output mehr. Brauchen wir aber auch nicht. Wir brauchen kein Xenofried Output mehr. Außer für Stahl. Das bedeutet, wir machen das jetzt so. Auch Eingang. Eingang. Und die beiden lassen wir jetzt frei. Also den hier und den da drüben. Die beiden, dass wir hier noch ein bisschen mehr was abholen können, wenn wir es brauchen. Aber das dauert einfach zu lange. Und ich habe halt hier auf der Seite keinen Platz mehr. Das heißt, wir müssen es von hier machen. Ausgang. Ausgang.
Dann wird es einfach schneller entladen. Was Stand jetzt nicht so schlimm wäre, weil einfach die Flugzeuge fehlen. Aber da ist schon wieder das nächste, das ist gut. Dann müsste das Lager hier auch voll werden. Ja, dann fliegen die Flugzeuge auch schneller und können das Zeug schneller holen, dann passt das. Und dann brauchen wir wahrscheinlich optional nochmal ein, zwei Flugzeuge. Weil der hat jetzt halt fertig und eigentlich müsste schon direkt das nächste kommen. Aber jetzt haben wir hier mal wenigstens ein bisschen Puffer. Der hier komplett wegrasiert wird. Und da kommt das nächste. Ja, das muss ein bisschen schneller gehen. Zack und... Jetzt ist das Band sogar vollgelaufen hier. Sehr gut. Das heißt, der hier füllt jetzt das Lager ziemlich gut. Während der entlädt, muss schon das nächste Flugzeug kommen. Also dieses Problem haben wir halt wirklich nur beim Xenophilid zu extrem, weil das Xenophilid wird gebraucht für die ganzen Xenophilid-Platten und halt auch für den Stahl. Das ist beim Technum nicht so. Beim Technum wird es nur benötigt, nee, Quatsch, das ist Ignium hier, für die Technum-Sterbe, sonst nicht, für nichts. Und das Ignium wird halt noch für den Stahl benutzt. Also das Xenophilid ist hier mit Abstand das, was am meisten gebraucht wird. So, aber es ist schon mal gut, dass jetzt eine ganze Zeit lang das Förderband da war und da kommt das nächste Flugzeug. Das Förderband. Die Förderbänder volllaufen können. Da kommt das nächste Flugzeug, sehr gut. Und die kommen immer voll. Und wenn das jetzt dann entladen ist, muss ja jetzt relativ schnell gehen. Ich sehe auch... Also nicht, wenn der jetzt da steht. Moment mal, wir warten mal ganz kurz, bis der weg ist. So, das nächste Flugzeug 165 Meter Entfernung. Das ist quasi da oben irgendwo. Ach, der könnte schon nach unten fliegen, während der andere nach oben fliegt. So, das hier wird sein, oder? Ganz genau. Das wäre cool, wenn man die irgendwie markieren könnte. Also vielleicht ist das ja auch schon alles Xenophilid. Dann ist es, dann wäre es verdammt eng. Dann wäre es verdammt eng. Das Hoch- und Runterfliegen. Jetzt ist die Frage, ist das die höchste Flugmöglichkeit, was die Flugzeuge haben? Weil dann wäre es geil, wenn man sagt, okay, wir setzen die ganze Plattform einfach höher. Weil das Hoch- und Runterfliegen kostet schon sehr viel Zeit, habe ich das Gefühl. So, das Flugzeug ist wieder weg, das geht jetzt echt schnell. Und dann bist du jetzt das Nächste, oder wie? So ist es. Das ist die Warteschlange. Nee. Das war jetzt Technum. Ignium. Aber es schaut schon besser aus. Ja, und jetzt fehlt eins. Wie weit ist es weg? 1500 Meter. Jetzt ist der Zyklus mit den 5 Flugzeugen, die wir haben, einmal durch. Und jetzt dauert es 1500 Meter. Also das ist quasi schon unterwegs. Ja, aber jetzt sind die Förderbänder alle vollgelaufen. Das ist gut, das war wichtig. Aber die laufen jetzt gleich wieder leer. Na, 400 noch. Guck mal, wie das weggepülfert wird. Und jetzt war's das. So, und jetzt muss das natürlich alles wieder aufgefüllt werden. Ja. Naja gut, also da werden wir wahrscheinlich nochmal ein, zwei Flugzeuge brauchen, definitiv. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.